Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy Nr. 5. Bevor du jetzt in Jubelstürmen ausbrichst, nein, wir machen hier erstmal nicht weiter bei Final 5. Ich wollte aber trotzdem mal ganz kurz hier Hallo sagen und zeigen, dass ich hier auch wirklich nicht untätig bin zwischen meiner ganzen, Schwangerschaftspause? Nein, zwischen meiner kleinen Pause, die ich hier eingelegt habe. Ich bin natürlich fleißig dabei. Das wollte ich dir eben mal präsentieren. Nicht, dass ich mir irgendwas nachsage. Ey, Alter, was ist denn hier los? Du machst ja gar nichts mehr. Doch, ich bin fleißig. Und zwar, schaut euch das mal an. Ich bin hier nämlich fleißig gerade am Berufe leveln. Bartz, Lena sind gerade unsere Tanks hier und Damage-Dealer, die richtig reinhauen können. Wir haben schon die ganzen Berufe mit Attal, wo man halt Schaden mitmachen kann. Und die anderen beiden, Kryl und Faris, die sind gerade auf der Zauberriege unterwegs. Guck mal, die sind schon fast fertig. Ich werde allerdings mal das hier kurz weiterschalten. Guck mal, da Faris muss nur den Tänzer machen und dann ist sie auch schon irgendwie soweit in dieser Riege. Vollkommen fertig. Ich freue mich. Das dazu, also ich wollte nur mal eben meinen Fortschritt kurz präsentieren. Ich bin fleißig dabei. Jetzt gerade schon, glaube ich, seit 12 Stunden oder so in reiner Game-Zeit, sagen wir es mal so, in der Real-Time-Zeit. Ich habe keine Ahnung, wie viel es ist. Es ist ja bei manchen Spielen so, dass die Zeit im In-Game nicht mit der wirklichen Zeit übereinstimmt. Ich bin irgendwie schon seit 99 Stunden laut Steam hier drin im Spiel. Und ja, wir schauen mal nochmal kurz drauf. Hier sind es 51 Stunden und 30 Minuten. Ich habe ungefähr angefangen mit den Jobs-Leveln bei, 41 Stunden. Also gut, schon 10 hier wieder dabei, zumindest In-Game-Stunden. Und um dem Ganzen nochmal zu zeigen, wo ich das mache, wir wollen ja die Folge trotzdem ein wenig, Neues, beziehungsweise ein bisschen was erfahren bei Final 5, wo man dann hier schönsten und tollsten leveln kann, wie ich finde, habe ich mir einen tollen Spot rausgesucht. Und zwar ist der ganz unten links hier auf der Weltkarte, quasi im linken Zipfel. Ich habe gerade einen Finger drauf gezeigt, das siehst du eh nicht, ich weiß, aber da fliegen wir mal eben ganz kurz hin. Wir sind ja jetzt mobil, ich habe mir mein Schiff, übrigens geholt, wieder in die Luft, falsch Knopf gedrückt. Das Schiff war, ich glaube, es war hier bei Tool in der Ecke, ich glaube da rechts, oder gerade wo der Finger oder da drunter ist, da haben wir ja geparkt, haben quasi den schwarzen Chocobo geholt und sind dann einmal runter ins Trugdorf, glaube ich, war das letzte Folge der Fall, mein Gott, das ist schon wieder so Ewigkeiten her. Auf jeden Fall fliegen wir jetzt mal eben kurz dahin, wo dieser tolle Level-Spot ist und ich sehe schon, ich fliege schon wieder, naja, das heißt, ich fliege vielleicht nicht falsch, ich fliege richtig. Ist halt ein kleines Stückchen weit weg. Dort an diesem Level-Spot, ich werde es auch gleich nochmal eben herzeigen, gibt es... So, guck mal, da sind wir schon richtig. Hier landen wir mal ins Wasser. Ich habe mir so einen kleinen, einen kleinen Marker gesetzt. Und zwar seht ihr oben auf dieser kleinen eingeblendeten Karte unten links in der Ecke so ein kleines Löchlein. Ne, da stand mal, ich weiß es gar nicht mehr. Ach, schon wieder falscher Knopf. Siehst du, bin schon lange nicht mehr dabei gewesen. Ich habe echt keine Ahnung mehr, was hier stand. Da stand wahrscheinlich Surgate, was unter Surgate war. Die Stadt. Ich weiß es nicht mehr. Ach, nee, ich weiß es nicht mehr. ich bin zu lange raus. Ich muss die ganzen Namen wieder auf den Schirm kriegen. Sorry dafür. Auf jeden Fall, dieses kleine Löchlein da bei Unterschloss Surgate, das halte ich mir immer so ein bisschen in der untersten linken Ecke. Dann bin ich hier auf dieser Linie quasi genau am untersten Rand. Und genau hier gibt es, sage ich jetzt mal, mindestens zwei tolle Gegner, die richtig viel AP bringen. Die haben wir schon kennengelernt, aber ich zeige sie gerne noch einmal her. Und zwar ist das hier Fischgel, nennen die sich. Sie haben wirklich wenig HP. Sie greifen zwar durch die Bank weg an, auch mit kritischen Angriffen, aber die machen einfach partout null Schaden. Man nimmt einfach keinen Schaden bei diesen Viechern und zusätzlich geben sie noch 8 AP. Ich weiß nicht, haben wir ja schon mal, glaube ich, letzte Folge oder so gesehen gehabt. Das Beste ist hier natürlich immer irgendwelche Charaktere dabei zu haben, die... So, wir müssen mal eben schnell machen. Meine Tochter ist aufgewacht und ja, sie ist, glaube ich, nicht sehr lange ungeheilt. wir sind hier stehen geblieben bei dem Fischgel. Die machen jetzt wirklich keinen Schaden, hatte ich ja eben erzählt.
Am besten ist es hier quasi Charaktere bzw. den Ranger gleich irgendwie das Schnellfeuer zu geben. Dann sind wir hier ganz gut bei. Mit Schaden machen und so, dann geht das auch ein bisschen schneller von Hand. Drei Gegnersorten sind hier. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt eben schaffe, schnell alle herzuzeigen. Die Nix sind hier auch unterwegs. Das sind diese, ja, ich sag mal, Shahagin-ähnliche Fischgegner, die hier rumrennen. Das ist natürlich die schlechtere Variante. Sehen wir hier 8 FP. Toll, toll, toll. Schauen wir mal, ob wir das eben noch hergezeigt bekommen. Das, wie gesagt, ist die schlechtere Variante. Diese Nixen. Jetzt kommen hier die Fischgel. Egal. Dann haben wir natürlich noch, letzte Folge, glaube ich, auch gesehen, diese Vilia, oder wie sie heißt, das kleine Blumenmädchen, das hier satte 25 AP gibt. Ist leider ein bisschen schwieriger, das Ganze. Ich hoffe, dass ich es irgendwie nochmal eben schnell herzeigen kann. Naja, würde ich jetzt mal fast behaupten, diesen Kampf nehmen wir eben nochmal schnell mit. Und dann gucke ich mal, ob ich da nicht eben das Viech herzeigen kann im nächsten Kampf. Ja, danke für die RNG. ja, da haben wir das Viech, Vilia, das kleine Blumenmädchen, wie schon gesagt. Ist ein bisschen schwieriger, hat auch ein bisschen mehr Leben. Bisschen was dazu gibt es natürlich noch zu erzählen. Wir sollten jetzt, wenn wir hier gerade am Leveln sind, definitiv, ihr seht schon, guck mal, hier macht satten Schaden, Golem auf jeden Fall hochziehen. Und die anderen Leute einfach mit ihrem Schnellfeuer, beziehungsweise das, was am meisten Schaden macht, halt draufhauen, dass wir hier so schnell wie möglich das Viech auch erledigen. Dieses Viech lässt sich natürlich fangen und da, wenn wir es wieder freilassen, können wir den mächtigen Almagest-Zauber dadurch beschwören. Das Viech habe ich sogar gefangen in der ganzen Levelei hier. Zeige ich euch natürlich dann gleich bei den anderen Gegnern, die ich hier neuer zeigen wollte. Wir haben ja zwar schon gesehen, aber ich zeige es euch trotzdem nochmal. Wir haben vielleicht noch so eine ganz kleine Folge und wir müssen ein bisschen 5-Feeling haben. Wir könnten natürlich die Tante hier auch, wenn wir Glück hätten, es auch in den Wichtzustand versetzen, beziehungsweise auch verwirren lassen. Dann zaubert sie meist Wicht oder so auch auf sich selbst. Und wenn das der Fall ist, dann wird es natürlich noch am einfachsten. Können wir es ein bisschen schneller besiegen. Und es gehen auch solche Angriffe wie sofortiger Tod durch. Dies allerdings dann wirklich nur, wenn sie verwirrt ist. Oder es, keine Ahnung, sieht ja aus wie ein Mädchen. So ein bisschen, naja, ihr wisst ja schon, FF7 lässt grüßen, so ein bisschen. Winkt es um die Kurve. So, und ihr merkt schon, es dauert seine Zeit, aber wir werden auf jeden Fall belohnt. Wenn ihr halt gerade am Leveln seid mit irgendwelchen anderen Berufen, die ein bisschen mehr Schaden machen, dann geht das Ganze hier natürlich auch deutlichst schneller von der Bühne. Hier ist dieses Schnellfeuer bei Lenna, gerade im Blaumagier. 200 Schaden, naja, immerhin. Da sieht das schon bei Barts ein bisschen anders aus. Falls ihr natürlich einen Samurai dann in der Tasche habt, dann macht er irgendwie schon fast 5000 Schaden mit dem Schnellfeuer. Das ist wunderbar. Und wenn ihr natürlich noch einen Mönch dabei habt, dann macht ihr ganz satte 8 Angriffe hintereinander. Also ist echt toll. So, und wir haben hier das Kontrollieren genommen. Ja. Dann schauen wir mal, ob wir vielleicht noch diese anderen beiden Popel hier wieder sehen. Wenn nicht, ist auch egal. Ich glaube, ihr wisst, welche ich meine. Schauen wir uns den Almagest-Zauber nochmal an. Den wollte ich ja mal herzeigen. Hallo. Danke. Nee, sind sie nicht. Egal, hier sind die Fischgel. Die machen wir jetzt auch so nass. Wenn sie nicht schon vorher draufgehen. So. Dann haben wir das auch. Na komm schon. Warum ist denn Bart so langsam? So, hier, wir lassen mal frei. Da ist sie. Almagest. Ja, es soll ein super mächtiger Zauber sein. Naja, die Animation lässt zu wünschen übrig, sag ich mal. Ne? Nur so ein bisschen aufgeblinke. Falls ihr es nicht mehr wisst, Almagest ist ein Heiligzauber, der auch noch zusätzlich dieses Zap, die HP runterschröpft. Naja, 900 Schaden. Was soll ich sagen? Ja, und ich bleib einfach mal jetzt hier stehen mit meinem Bötchen. Ich habe auf jeden Fall noch eine Trophäe verdient jetzt gerade, da ich hier so viel unterwegs bin. Ihr habt ja gesehen, die
Vilja, die hinterlässt satte 10.000 Gil auch noch zusätzlich, was ich ja echt toll finde. Einen kleinen Augenblick. So, Entschuldigung, musste gerade noch meine Vögel ermahnen. wie gesagt, einmal gestern, den Zauber haben wir jetzt gesehen. Eine Trophäe habe ich noch bekommen. Und zwar, da ich ja jetzt, ihr seht schon, Gillionär bin, haben wir noch eine Trophäe bekommen, die sich Gil im Überfluss nennt, wenn wir 500.000 Gil erwirtschaftet haben. Das ist mega super. Ja, und damit soll es das eigentlich auch schon wieder ganz kurz gewesen sein hier bei Final 5. Warum ich hier das primär herzeige, ist eigentlich, heute ist der 19.12., also wir stehen 5 Tage vor Weihnachten. Und damit, so gesehen, eigentlich wollte ich nur ein paar Weihnachtsgrüße loswerden an euch da draußen und euch einen guten Rutsch ins neue Jahr natürlich wünschen. Bleibt mir hoffentlich gewogen. Wir sehen uns definitiv wieder nächstes Jahr. Und ich kann schon mal versprechen, dass nächstes Jahr, ich weiß, es ist noch weit hin, aber ab September, denke ich mal, geht das wieder los mit ein bisschen mehr Content hier von mir. Und zwischendurch, denke ich, auch mit ein paar neuen Folgen von Lightning Returns, die ich, denke ich mal, übermorgen wieder aufnehmen werde. Habe ich mal wieder 2-3 Stunden Zeit, da Frau und Kind aus dem Haus sind. Ich freue mich. Nein, da habe ich auf jeden Fall wieder ein bisschen Zeit und Lust, auch ein bisschen Lightning Returns aufzunehmen. Wir werden auf jeden Fall auch noch, heute Abend kommt der Tobi F., der Bonsen, vorbei. Und ja, wir starten Tatsache den Final 1 Podcast. Mal gucken, wie viel wir darüber so labern können und wie das Ganze aufgezogen wird. Ich habe keine Ahnung, wir lassen uns da selber mal etwas überraschen, denke ich. Und noch eine Anmerkung zu dem letzten, oder beziehungsweise zu der etwas aktuelleren Aufnahme von Final Fantasy 13 Lightning Returns. Da ist der Ton etwas, naja, ich sag mal, miserabel geworden, weil ich mein Mikrofon schon wieder falsch rum auf diesem Kackständer hier geschraubt habe. Ja, es tut mir echt leid, ich war wahrscheinlich ein bisschen zu gierig und zu schnell, dieses Video zu starten und habe dann halt auf die Feinheit nicht geachtet. Tja, hör mich wieder ein bisschen rührig an, also sorry auf jeden Fall dafür, wird sich bessern, beziehungsweise ist natürlich, denke ich mal, in diesem Video jetzt auch schon besser. Und ja, ich sag mal, da habe ich die Grüße loswerden lassen, den Podcast habe ich angekündigt. Und noch eine andere Sache ist, die ich auch im Final Fantasy 13 Lightning Returns Video irgendwann halt auch erwähne. Ich glaube, kurz bevor es soweit ist. Distant Worlds, Final Fantasy in Berlin. Ich glaube, es ist der 15.02. Müsste, ich schau mal ganz kurz hier auf meinen Kalender. Andersrum. Januar, Februar, 15. Genau, der 15.02. Februar 2019. Bin ich auf dem Distant Worlds Konzert in Berlin. Falls du auch zufällig da sein solltest, wie gesagt, gerne können wir uns treffen. Wenn nicht, dann halt nicht. Also ich würde auch natürlich dir auch noch ein Getränk ausgeben, können wir ein bisschen schnacken, kurzweilen, also wie du Bock hast. Falls du da sein solltest, wäre es natürlich eine schöne Geste, uns mal irgendwie persönlich kennenzulernen, ne? Also, falls du da bist, gerne sei dabei. Kannst ja hier unten in die Kommentare schreiben, hey, ich bin da, lass uns mal was trinken und so. Natürlich nur, wenn du über 14 bist, wollte ich schon sagen. Über 12 bist, dann kriegst du auch, über 16 bist, dann kriegst du auch ein Bier. Von mir aus hier. Ansonsten gibt's nur Cola. Ne? Ja, das war jetzt erstmal das, was ich hier loswerden wollte. Tut mir leid, es geht nicht weiter mit Final 5, aber ich bin, wie gesagt, dabei, ich bin fleißig, damit das auch demnächst hier schön über die Bühne gehen kann. Ich habe mir sogar schon für die nächste Folge schon mal mein Pamphlet ausgedruckt, damit wir da nichts verpassen und gut weiter voranschreiten können. Vielleicht geht es ja dieses Jahr nochmal eine kleine Aufnahme, aber ich glaube schon fast gar nicht. Ich bin erstmal froh, dass ich Final Fantasy 13 Lightning Returns übermorgen noch ein bisschen weiter aufnehmen kann. Ja, wie gesagt, Final Fantasy Podcast, mal gucken, ob er dieses Jahr noch kommt oder dann halt auch im neuen Jahr. Schauen wir mal, lass dich einfach überraschen. Also wünsche dir, wie gesagt, eine schöne Weihnachtszeit, dicke Geschenke, viele Geschenke. Lass dich von deinen Liebsten, von deiner Familie verwöhnen und sei artig, brav und rutsch gut rein ins neue Jahr 2000 und was waren wir? 19. Bleib mir gewogen, wie gesagt. Wir sehen uns, denke ich, in einem meiner anderen Videos. Hoffentlich dann auch wieder. Also, mach's gut, hau rein, tschüss, ho ho und patzöng, papuff, tschüss.